willkommen zurück hier bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands zur zweiten Folge hier bei uns bei Seamox. Ja, in der ersten Folge haben wir unseren Charakter erstellt und so die Vorgeschichte erfahren, worum es überhaupt hier auch geht und dass wir hier dieses Kartell oder die beiden Kartelle, so wie ich das verstanden habe, bekämpfen sollen, auch mit Hilfe hier der Rebellen, die ebenfalls diese Kartelle bekämpfen. Genau, und unser Ziel ist es, wie gesagt, diese mit Unterstützung der Rebellen zu bekämpfen. Ich kenne mich in dem Game, wie gesagt, nur nicht so prickelnd aus, aber das werden wir... Traut ihr Pakatari? Ich traue meiner Frau und euch drei. Das war's. Und deinen Kindern? Meine Kinder belügen mich bei jeder Gelegenheit. Aber das werden wir im Laufe des Spiels halt wirklich noch erfahren und alles kennenlernen. So, schauen wir uns das Ganze erstmal gerade an. Wir haben hier unter I auf der Tastatur die Ausrüstung, Fraktionen, Fertigkeiten, die Taktikkarte und die Lobby. Gut, wir spielen das jetzt gerade erstmal mit drei KI-Freunden, nenne ich sie jetzt mal, Teamkameraden, wie auch immer. Wir haben jetzt im Moment hier ein Sturmgewehr, Maschinenpistole, Handfeuerwaffe, eine Drohne haben wir zum Spotten, Granaten und den Rest müssen wir noch freischalten. Hier sowas wie Minen, C4, Ablenkungsköder, Blendgranate und Signalpistole. Können wir aber auch später noch einzelne Waffen freischalten. Dann haben wir hier die verschiedenen Fraktionen. Wir haben die Operation bekommen, Operation Kingslayer. Wir sind die Ghost-Truppe zu viert im Einsatz. Dann gibt es halt noch die Rebellentruppen, die unterstützen uns. Und dann gibt es hier noch Santa Blanca Kartell, unser Hauptgegner, unser Hauptfeind. Die Bevölkerung von hier Bolivien sollen wir gegen diese beschützen und das Santa Blanca Kartell komplett vernichten. Ne? Und dann gibt es noch auch eine gegnerische Fraktion, die, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Unidad Einsatzkräfte, genau. Die sind wohl hier Teil vom Staat, genau. Die beiden sollen wir bekämpfen, aber Hauptgrund oder Hauptpriorität hat dieses Santa Blanca Kartell. Dann können wir hier später im Laufe des Spiels so Fertigkeitsstufen oder Punkte bekommen, mit denen wir hier einzelne Sachen freischalten, wie stabileres Zielen, Streuung beim freien Schießen und so weiter. Die Drohne können wir anscheinend verbessern, ja, die Batterie hält dann länger, Nachtsicht sogar, Reichweite, nicht nur 1 Kilometer, sondern 2 und so weiter. Fernglas, kein Schmerz im Nahkampf, Ausdauer, Wiederbelebung ist schneller, und dass die Rebellen uns mehr unterstützen, ja, zum Beispiel mit Fahrzeugabwurf und so weiter. Das können wir hier alles später freischalten, aber wir stehen am Anfang, wir haben keine Punkte, deswegen... können wir hier leider noch nichts freischalten. Und das ist im Moment hier unsere Map. Genau, hier ist Kartellübersicht. Das werden wir später alles noch herausfinden. Anscheinend der Boss von dem Kartell, von dem Santa Blanca Kartell, ist hier der El Sueno. Und dann gibt es hier nochmal Unterbosse. La Plaga, Ramon Feliz, La Gringa, El Buquita. Ja, und dann die einzelnen Mitarbeiter bei den genau. Wir sind jetzt hier, ich denke mal, dass das hier der Name der Provinz ist, Itaqua. Genau. Genau, also klein ist das, denke ich, alles hier nicht gerade, deswegen wir werden das jetzt gleich hier alles kennenlernen. Ich entferne mich zu sehr. Rücke auf. Moment, ich fahre. Von der Regierung reingestürzt, aus Regierungsinstitutionen haben das Leben. Ich denke, dass ich hier gerade nochmal das Audio ein bisschen anpassen sollte. Ist ein bisschen laut. Wenn ich hier gerade rede, hört ihr mich, glaube ich, gar nicht. Hoffe, das ist jetzt hier besser. Jedes Bolivianers verbessert. Und darüber hinaus hat der geschäftige Bolivianer. So. Wir haben hier einen Wegpunkt. Wir sollen diesen Santa Blanca Leutnant ganz finden. Und der hat wohl Angaben über die Person, die wir da noch. Aber wir wollen die Harmonie in einer freien Gesellschaft und keine Sklaverei. Ich bin der General Baro,
Anführer der Soldaten, ich verspreche, dass wir nie aufhören, für die Freiheit Boliviens zu kämpfen. Ah, der beste Fahrer bin ich wohl nicht. Nett, dass man auf der Karte unten rechts, auf der Minimap, auch die zivile kennzeichnet hat. Autos, Flugzeuge, was weiß ich. Das Radio natürlich hier auch, keine Ahnung, Spanisch. Ich weiß nicht, welche Sprache man nicht spricht. Ja, ganz klar. Irgendwie finde ich gerade die Steuerung vom Fahrzeug ein wenig zu genau. So direkt. Naja, vielleicht passe ich das später noch an. Auf jeden Fall sind wir fast am Ziel. Ich glaube, wir sollten ab jetzt zu Fuß gehen. Feuer! Verstanden. Okay, mit F macht man den Befehl, das war vielleicht schlecht. Ich schieße auf die Erde. Eigentlich nur aussteigt. Okay, wir wurden entdeckt. War natürlich nicht gut. Mist, aufgeflogen. Erster Kampf hier im Spiel. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Er kennt am auch... Halt. Aufklärung. Halten Sie rechte Maustaste zurück, zum Feind und Ihre Verteidigung zu markieren. Drücken Sie Y, um die Drohne zu benutzen, habe ich schon bemerkt, oder auch wieder wegzustecken. Drücken Sie B, um das Fernglas zu benutzen. Okay. So, auf, ab. Okay. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Steuerung. Erkennt Amarus okay. Aufenthaltsort. Ist jetzt schon markiert, ne? Okay. Ja, die Drohne war so weit weg. Was machen die los? Scheißdreck. Irgendwie kann man sich dann bücken. Tastenbelegung. Ducken. Ach, das ist Steuerung. Ich verwechsel das gerade immer mit der Steuerung von Rainbow Six Siege oder so. Sollte ich noch umbelegen. So. Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job! Ah, hier kann ich die Waffe wechseln, genau. Kann ich hier auch irgendwas machen, ne? Tiere. Ich weiß nicht, ob man hier auch Sachen aufsammeln kann. Lassen. Okay, feindliche Truppen sind unterwegs. Verstärkung. Der Feind bekommt Verstärkung. Okay, ich wurde entdeckt. Kann ich die Drohne nochmal aufrufen? Ja, geht. Okay, Soldaten. 4, 5, 6. Das ist das Ziel, okay. Ah ja, hier unten sehen wir dann, Sie kommen hier lang. Wie weit die Drohne von mir entfernt ist. Batteriestatus. Genau. Ah ne, mit E oder wie? Dann sehe ich die. Y wieder rausgehen. Feuer frei, Feuer! Okay. Und das erste Mal tot. Ja, ich komme mit der Steuerung noch nicht ganz klar. Ich glaube, ich noch ein bisschen anpassen. Warum hat aber so ich wurde natürlich zum Glück wiederbelebt. Feind am Boden. So.
bisschen Moos empfinde ich das gerade auch nicht so das Wahre. Wir haben hier eine Bisonbeute. So, das Ziel liegt da unten. Werde ich gleich nochmal spotten mit der Drohne. Unser Fahrzeug unterwegs. Ist die Frage, ob das Bevölkerung ist oder Kartellmitglieder. So, schauen wir uns das mal ganz an. Okay, ich bin zu weit weg. Ah nein, die blockieren die Drohne, oder wie? So weit war ich eigentlich gerade nicht entfernt. Und den Typen soll ich verhören, okay, verstehe. Hab noch einen Tango. Ja, wie gesagt, ich muss mit der Stunde noch klarkommen. Konnte ich denn jetzt nochmal Befehle geben? Nein, das Versprechen. Die kommen jetzt automatisch. Warum soll ich hier viele Fahrzeuge abfahren? Verstehe ich nicht. Ach, da oben ist einer. Ich bin doch froh, wenn ich später Scopes hier habe. Hier erstmal ins Gebäude, bin ich sicherer. So, und B verhören. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron! Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar, er ist auf der Radol gefahren. Nur zu? Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Beeilt uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann. Der hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Alles sauber hier. So, da sollen wir jetzt runter. Los, das Kartell wartet nicht, bis wir am... Muss ich aber gerade nochmal klarkommen bezüglich, wie ich jetzt meine drei Kollegen zu mir rufen kann. Trupptaktiken wahrscheinlich. Q-Signal E, Befehlsrad. Tabulator. Wo aufgespürt und gerettet haben. So. Mit Maus kann ich das. Neu formatieren. Sammeln, Leute. Roger, neu formieren. Ach, ich bin ja eh schon da. Gut. Ging ja wohl schnell. Wir brauchen jetzt erstmal ein Fahrzeug, Jungs. Fahren doch ab und zu welche vorbei. Beziehungsweise steht da. Nehmen wir das doch. Jeep. Ganz nett. Anschnallen, Leute. Meier, Jungs. Dann fangen wir mal mit unserem nächsten Ziel zu Amaru, den wir befreien sollen. Wir jetzt gerade schieben. Schon.
Steuerung vom Fahrzeug nicht ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber nach der Folge versuche ich das gleich mal anzutippen. Weil die ist echt nicht gerade sehr. Ich würde sagen, hier gleich machen wir kurz einen Stopp. Schauen uns das erstmal ein wenig aus Entfernung an. Aber ich würde sagen, das machen wir dann auch gleich in der nächsten Folge. So. Ja, jetzt sind wir hier erstmal im Wald angekommen und würde sagen, machen wir hier eine kurze Pause und sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute!